Hallo, YouTube. Hallo! Pass auf, wo du hintrittst! Wir haben das Haus der Jäger angezündet! Sie wollen die Stadt niederbrennen! Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Witcher 3. Danke für die Hilfe, Geralt. Ich bin ein Schiff. Nein, ich will kein Schiff jetzt finden. Das machen wir aber nicht jetzt. Schwertern knödeln ist halt auch noch über unserem Level. Ach, Pferderin habe ich keine Lust. Die Werte. Ein eindeutiger Plan. Okay. Griff Nieders bei der eingeschützten Brücke nördlich von Armbüren. Der hat sein Alter recht vorgeschrieben. Ja, Skellige. Auch Skellige. Was? Schatzsuche. Pech. Ein verlassener Wagen. Hier ein Brief aus dem hervorging, dass die Fracht kostbar gewesen war. Der Hexer beschloss den Brief genau zu lesen und sich dann gründlich umzusehen. Hühner. Natürlich kannst du bei uns bleiben. Was ist denn das für eine Frage? Bring auch deine Familie mit. Hierher ist der Krieg noch nicht gekommen. Wir haben massenhaft Essen. Ich habe in den letzten Wochen sogar zugedeckt. Wenn du mir etwas Bier und Schinken legst, hättest du mir sogar einen Gefallen. Wir bereiten dir schon ein Bett vor. Du schläfst auf dem Dachboden. Ist es gemütlich. Du darfst nur nicht vergessen, den Kopf einzuziehen, wenn du die Treppe raufgehst. Gute Reise, Juna. Bis bald, Maske. Okay, machen wir das doch mal. Das interessiert mich jetzt. Wo ist denn das? Ach, sorry, ich muss gerade. Nein. Karte. Setze den Hexersinne ein, ja. Was? Wo? Okay, dann teleportieren wir uns. Nein, dann laufen wir hier hin. Wegpunkt setzen. Sie haben das Gesicht freigeschlagen und ihn 3 Tage lang in eine Zelle gesteckt, wegen einer Handvoll Amulette. Das glauben doch nicht mal. Wieso wird mir das jetzt nicht angezeigt? Sah auf deinem Kopf. Er wird warum nicht dran gehen. Ein vernünftiger Zwerg wie ich ist. Ich laufe in die falsche Richtung, ich weiß. Aus welchem Dorf kommst du? Weiden. Timerien. Zwei Tage von Husi mal. Mir wird das ja gar nicht angezeigt. Mit dieser Visage kriegst du nichts Magier, zu sagen. Magier, Anderlinge. Wen verbrennt ihr, wenn wir nicht mehr da sind? Schnellreise. Und zwar... dahin. Das heißt... zur Teufelsgrube. Bestimmt kriegen wir da einen auf den Deckel. Oh, Moment, ist mir gerutscht. Ein auf dem Deckel. Weil es Stufe 18 ist und wir sind gerade mal Stufe 19. So. Dann schauen wir mal. Ist noch ein ganz schönes Stück. Pferd rufen. Plötzlich kommt mal plötzlich her jetzt. Verdammt, bist du hässlich. Wer ist denn da? Endlich dich. Was willst du mit dem Windhund?
schauen wir mal. Ja, ist ja gut. Ist keine Ausdauer. Plötze. Bist du alt geworden? Okay. Stopp! Mach langsam. Nein. Wo bist denn du? So, was gibt es hier? Das ist meine Kiste. Abgeschlossen. Na toll, ein halbes Pferd. Wo finde ich jetzt den Schlüssel? Ja, ich habe sie gefunden. Ach, da. Oh nee, gute Frau. Ruhe in Frieden. So. Pech. Oh, das haben wir abgeschossen. Finde ein Schiff nach Skelliger. Denn nur Skelliger macht dich happier. Nein, ich will nicht nach Skelliger, noch nicht. Ich möchte jetzt noch eine Quest hier machen. Auf der Pferd. Nein, Skelliger. Nein, Skelliger. Also Schach ist das Spiel der Könige, so heißt es. Und Radovid bestätigt dies bei seinem Treffen Geralt gleich doppelt. Zuerst, indem er eine Partie gegen den Hexer spielte und dann, indem er versuchte, Geralt wie einen Bauern einzuspannen. Der gewünschte Zug, Hexer schlägt Zauberin. Radovids Spionen zufolge gab es in den Elfenruinen vor Novigrad Spuren der Anwesenheit von Philippe Eilhard. Geralt sollte sie von dort holen. Üblicherweise ließ der Hexer sich nicht auf Schachbrettern herumschieben. Doch er schuldete Radovid einen Gefallen und hatte seine eigenen Gründe, aus denen er Philippa finden wollte. Okay, wenn es sein Wunsch ist, machen wir das. Was denn? Ich habe doch nichts gemacht. Lauf, Plätze! Plätze, mach nicht so ein Kulumulle. Schwert. Komm schon, Plätze. Los, los. Ja. Hey. Haben wir das hier schon? Ich weiß es nicht. Wenn es ausgegraut ist, haben wir das schon? Das ist doch zum Mäusemetten. Aber das habe ich ja schon. Ja, auch. Ah, okay. Ist dann ausgegraut. Ja, gut. Dann weiter so, Plätze. Weiter so, Plätze. Heya! Los. Ja, das tun wir dann noch für den König und dann... So ist es gut. Aber geht doch aus dem Weg.
Gerilan Eptimeria. Hinterher töten wir den König oder so. Ist das so eine Statue, die wir. Setzen? Nee, ne? Los, lauf! Geralt, ein bisschen ruhiger. Ich hab Blitz angehalten. Oha, Blitze. Los, los! Die Wegfindung ist für ein Popo hier, finde ich. Sowas von. Ja, ist auch ein Popo der Welt. Okay, wir reiten zum Westtor und dann teleportieren wir uns darüber. Halt! Los! Kriech wieder unter deinem Stein! Ach, halt die Klappe! Ich du unter deinem Stein. Pass doch auf. Habt ihr einen Passierschein? Komm schon. Wir brauchen keinen Durchgang. Wir sind aus Novigrad seit über 8 Generationen. Halt! Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Danke. Du kannst passieren. Hast du's eilig? Ja, ich hab's sehr eilig. Ich will nur hier fertig werden hier. Ich möchte ja nur weg. Du Halunke! Du Halunke! Eieieiei! Schnellreise. So, wir müssen dahin. Dann meine Schnellreise. Dahin. Du nervst, Grauhaar. Halt doch die Klappe. Blötze. Ja, ich hab gehört, also es wird gemunkelt, neuer Witcher-Teil. Geralt. Aber nicht. Und irgendwie würde man sich. Ach, fährt. Komm jetzt. Würde man sich freuen, glaube ich. Irgendwie habe ich mal was gehört, dass wohl wenigstens der zweite Teil, also die alten Teile, auch nochmal remastered werden. Schöne Grafik und so. Aber naja. Lass uns überraschen. Würde ich mich drüber freuen? Also. Ja. Ich habe ja den zweiten Teil. Ich habe ihn noch nie gespielt. Ich habe die Witcher-Reihe ist an mir vorbeigegangen. Warum auch immer? Ich habe irgendwas anderes gespielt. Ja, stimmt, Fallout war bei mir da. Ich konnte mit Drachen und Fantasy nichts anfangen. Dann habe ich irgendwann mal bei jemandem reingeschaut. Ich muss sagen, ui. Ist doch ein sehr schönes Spiel. Und jetzt bin ich nach allen RPG-Spielen süchtig, egal Drachen oder nicht Drachen. Ich würde mich freuen, wenn sie Dragon Age, die ersten beiden Teile, remaken würden. Ein Remake machen, nicht Remake, remastered würden. Zumindest wenigstens einen Controller-Support da reinmachen würden. Dann würde ich die auch noch spielen. So, ich wollte speichern. Das ist mir hier gefährlich, sieht mir das aus.
Ja, also ich würde sofort spielen. Geh sofort wieder rein. Im Controller. Aber Kommandant, da drin wimmelt es von Monstern und Schild ab, bevor mir der Geduldesfaden reißt. Und es sind fast noch ein Dutzend. Wie gesagt, beim Controller. Das ist mir egal. Ohne Controller, ich bin nur ohne Controller. Ich kann nicht mit Maus und Tastatur spielen. Jeder deiner Schritte wird beobachtet und beurteilt. So, mit wem muss ich von euch reden? Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren. Der Brustkorb wurde eingedrückt. Die Rippen haben sicher die Lungen durchbohrt. An manchen Stellen ist das Fleisch bis auf die Knochen verkohlt. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Ich löse Probleme. Ich bin hier, um euer Problem zu lösen. Dradovid hat mich geschickt. Ach, du bist es. Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Dradovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Nicht so, dass ich kotzen könnte. Was denkst du? Wird er was finden? Der Halsabschneider? Ha, nie im Leben. Er ist ein Hexer. Der ist tot, bevor du zwei Gebete getroffen hast. Okay. Sah ein Land hier. Noch. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Mit dem Stein? Ah. Hier fehlt eine Kachel. Sehr schön. Dann mach die Kachel mal da rein. So, jetzt ist meine Frage. Nein. Nein, nein, nein. Nein, verdammte Axt. Ach, du kannst mich doch auch. Ja, schön. Ich wollte die Fackel haben. Ja, nimmst du jetzt die Fackel? Nimm die blöde Fackel.
Nimm die Müllfackel. Ich hab doch ausgewickelt. Nimm bitte diese blöde Fackel. Bitte, 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 bitte. Oder hab ich keinen? Geralt. Danke. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Da geht's hier runter, da wollen wir nicht hin. Sich mit der Magen um. War zu schnell. Kiste. Ich hab meine Schwalben und alles. Ich würde mal sagen, wenn wir doch meditieren. Ne? Stündchen. Tränke wieder aufgefüllt. So liebst du es. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben Orte wie diesen. Verdammt, es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Was ist nicht aktiv? Ein Kraftspeicher für Portale scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Was für ein Zeichen denn? Tat? Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Okay, weiter. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte! Bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Enean, Margarita Laux-Antil, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Gib mir den Kristall.
nur über meine Leiche. Du hast es nicht anders gewollt. Tötzen wir. Machen wir es schnell. Schneller. Oder vielleicht schmerzhaft. Ich will ihn lebendig. Leb, verdammter Mutant! Ist das etwa alles? Was ist das hier? Machen wir es schnell. Schneller. Verdammter Mutant! Ist das etwa alles? Okay. In Ordnung, das reicht. Ich gebe dir den verdammten Kristall. Geh mir aus dem Weg. Erstmal die Kiste durchsuchen. Ist noch eine Kiste. Liebesbriefe. Liebe Philippa, während ich dies schreibe, trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Metina und frage mich, sorry, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben, nicht zusagt und du dir ein jüngeres, hübscheres Modell gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern, Dijkstra, dieses bei allen nötigen Respekt schmerbäuchige Schwein, statt meiner? Vielleicht habe ich dir ja ein paar neue Trankversuche, vielleicht haben dir ja ein paar neues, ich kann nicht lesen, ist schon so spät. Vielleicht haben dir ja ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt. Oder das ist wieder so ein Spiel von dir. Aber auch wenn du politische Gründe hast, dich in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssen. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Okay. Und jetzt? Wo soll ich denn das blöde Ding platzieren? Mir wird schon eine Hand da hängen. Aber da. Aber er macht es nicht. Ist doch immer nicht dadurch. Ja, es ist dunkel. Kannst du ein bisschen die Fackel wieder rausnehmen? Danke. Ich weiß nicht wohin. Ja. Aber er macht es ja nicht. Da ist noch was zum Untersuchen. Oh, hier. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Okay. Jetzt. Keine Ahnung. Ach da. Gut. Und jetzt aktivieren. Verdammte Axt. Okay. Und wie? Wieder mit Druckwelle?
was da drin ist. Bist du hässlich? So, jetzt von mir. Wo er wohl hinführt? Das muss ihr Labor gewesen sein. Ich weiß, da unten ist was. Hier ist auch eine Kiste. Und ich sollte... Oh, fuck. Wieder eine Feder. Eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Hier? Er redet immer und ich weiß nicht, wohin und woher. Bin ich so blöd? Ja, wir müssen ein bisschen suchen. Oh. Reicht da runter oder? Ja. Was jetzt, du Stück Dreck? Der Kraftspeicher. Okay, weiter geht's. Das ist Kraftspeicher. Mitnehmen! Ach so. Oh, spring durchs Bär. Surprise me. This is very, very nice. You're jumping good. Okay. Und jetzt wieder mit. Ist manchmal. Das muss die unterste Ebene sein. Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Rosa, ich sehe nicht mehr. Hallo. Rosa. Ah.
der mich auch gleich tötet. Wir hätten vielleicht nur einfach an ihn vorbeiziehen laufen sollen. Aber gut, dann wissen wir ja Bescheid, was wir dann im nächsten Part machen. Mit diesem lieben Vieh. Genau. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks mal, würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.